Tag, Brückentag und unser Eins ist online. Ja, aus gegebenen Anlass, aus richtig gegebenen Anlass für unsere Kunden. So viele Kunden hatten Ärger im September, nun haben wir Oktober und den ersten Brückentag. Ja, so, wir haben Oktober, den ersten Brückentag. Wir haben natürlich geöffnet von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr sind wir für unsere Kunden da. Der erste Kunde war schon da, mussten wir Faxen machen, haben wir auch gemacht. Die Faxen sind raus. Ja, aber die Ämter haben heute zu. Ja, Ämter haben heute zu. Die Schulen haben heute dicht. Also viele haben Brückentag, viele sind zu Hause. Ist ziemlich ruhig, Wetter ist auch grausig. Aber aus gegebenen Anlass wird jetzt die Sendung hier gemacht. Heute bin ich nochmal der Medienkanzler, nicht der Captain Rex bei Star Wars und so weiter. Sondern heute real mal wieder mit dem Thema Telekom und 1&1 und so weiter und so fort. Wir hier in NRW hatten leider Pech, da ist was irgendwie kaputt gegangen. Okay, die Leute, die Freenet haben, hatten auch Ärger, weil Freenet ist ja auch ziemlich lustig. Was schreiben die immer? Nach dieser Testsequenz sind ja vielen irgendwie da wohl das Geld nicht abgezogen worden und somit haben die das stillgelegt. Ich meine, ist schon eine Raffinesse, die Leute dann auf die Karte zu zwingen. Es gab, bevor die Sache abgelaufen ist, 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate Karten konnte man dann schon mal testen und so weiter und so fort, was an sich Blödsinn war, weil es war ja eine Testphase. Es war bis Ende August eine Testphase und bis Ende August konnte man Free TV mit diesem Freenet kostenlos sehen. Alles war freigeschaltet. Ab 1. September ist ja nicht mehr freigeschaltet. Ab 1. September zahlt man 5,75, also 69 Euro als Karte. Und da wo abgebucht wird, da werden so Klöpsel gesendet wie, ja, bevor Sie eine Mahnungswelle erhalten, haben wir den Anschluss ausgeschaltet. Alle gucken, was soll denn das? Die haben doch, und was weiß ich nicht alles, es funktioniert nicht so mit dem Abbuchen. So, bei der Telekom ist es genauso passiert. Die haben 3 Monate nicht abgebucht, aus welchem Grund auch immer. Jetzt haben wir uns die Sachen kommen lassen und haben wir festgestellt, die haben umgestellt. Ja, der ganze Formular sieht anders aus und so weiter und so fort. Natürlich möchten die gerne weiterhin abbuchen. Aus Sicherheitsgründen haben wir gesagt, bis Ende des Jahres 2017 wird nicht abgebucht. Aus Sicherheitsgründen, damit wir das irgendwie mal hinkriegen. Ab 01.01.2018 versuchen wir das Ganze nochmal, dass die auch abbuchen können und dass das auch wieder funktioniert, das Ganze. Wir wollen auch hoffen, dass bei einigen Kunden auch das Freenet dort funktioniert. Ansonsten müsste man mit Karte arbeiten. So, die Firma Netflix hat sich ja auch erweitert. Die Firma Netflix ködert uns ja jetzt, also nur diejenigen kann man ködern, die das möchten. Discovery, Star Trek, als Star Trek Fans, Star Wars Fans, als Sci-Fi Fans möchten dieses natürlich sehen. Meistens so ab 89 aufwärts Geborene, die da unbedingt das sehen wollen. Die Älteren ab 49 bis 89 Geborene, denen ist an sich alles egal. Die sehen weiterhin ARD und ZDF und WDR und denen ist alles egal. Also denen ist alles egal. Kaum einer guckt RTL und die anderen. So heißt es, so scheint es. Ja, es hat sich also nach 2050 gewaltig was verändert. An alle, die das beim WDR sehen möchten. Die brauchen bei Google nur WDR Ärger mit der Telekom eingeben und ihr habt dann unheimlich lustige Beiträge. Ja, beim WDR könnt ihr da lustige Beiträge sehen über den Ärger der Telekom. So, um das mal gesagt zu haben, nur, wir haben ja die Idee, seit 1995 das Online-TV, selber TV zu machen, bürgerliches TV zu machen. Nun, wir haben festgestellt, dass nach 89, dass den Film Netz mit Sandra Bullock dann doch nicht so gekommen ist, dass der Bürger ein Wort hat, dass der Bürger eine Macht hat. Der Bürger hat gar nichts mehr, der hat weder Macht, weder ein Wort. Ja, was er machen kann, ist verzweifelt ein Troll zu werden, verzweifelt ein Hacker zu werden. Hi, Morgan. Ah, hi. Das geht auch runter wie Öl, wenn man empfohlen wird
und die Leute sich wohlfühlen, und darum geht's. Die Leute sollen sich hier wohlfühlen, auch an Brückentag. Im Brückentag kommen sehr viele dann, die ja sonst nicht erscheinen würden, weil sie ja keinen Brückentag hätten und so weiter und so fort. Aber ich werde keine Ich-Sendung mehr machen, weil ich höre ich überall. Ich muss am Feiertag arbeiten. Also es ist immer ich und da habe ich gar keine Lust drauf. Die Sendung wird sicherlich ziemlich lustig werden, aber anders werden. Irgendwie denke ich mir was aus. Wer den Alex kennt aus Seven Load noch, Alex, einfach bei Google Alex eingeben, dann kommt er schon, so ein junger Spund mit Brille und schwarzen Haaren. Der hatte das große Glück gehabt zu erben damals. Und weil er geerbt hat, hat er dann sofort die erste Kamera gehabt und so weiter und so fort. Er hatte das große Glück dann bei Mediamarkt und Saturn da unterzukommen und er hatte auch Glück, dass so eine Fernsehanstalt ihn dann halt auch genommen hat. So berühmt ist er noch nicht, aber ich kenne ihn und ich sehe mir gerne an. Ich sage zwar auch nichts drüber, aber ich empfehle, schaut euch zwischendurch mal den Alex an, der da das Lustige macht. Der wird sicherlich auch irgendwann mal bei Funk/ARD/ZDF auflaufen, für die Jugend dann irgendwelche Sendungen zu machen. Er macht's witzig, er hat ja, wie gesagt, gut geerbt. Wenn man gut geerbt hat, kann man es machen. Wir sind eine Firma, wir müssen natürlich investieren und können da nicht einfach so einen Spaß machen und uns ausdenken, komm, wir machen Spaß, hahaha. Ha, ha. Deswegen ist die Tür auch da hinten auf, weil wir gerade Spaß hatten, denn wir hatten wieder eine Fotosession. Und wer ein leichtes Brummen hören soll, weil es hier eine 7.1 Kamera ist, die also 7 Punkte aufnimmt im Hintergrund und so weiter, ich bin mal eben durch. Nö, das Brummen ist also nicht so stark. Gut. Wir haben jetzt ein Special, wir laminieren nämlich jetzt für eine Rudergesellschaft deren Sachen da ein, auf zweimal DIN A3 für alle Ruderer am Kemnader See. Da werden wir jetzt die Sachen machen, dass die Leute da sich orientieren können, dass die dort rudern können oder wandern können am Kemnader See. So, worum geht es nochmal? Es geht um die Telekom. Wir hatten mit der Telekom abgemacht, dass sie doch bitte... Wann sollten die erscheinen? Die sollten am 7. Oktober erscheinen, weil da haben wir eh zu, oder wir können zulassen. Aber nein, sie kommen am 9., meine sehr verehrten Damen und Herren. Am 9. kommen die. Ja, die haben nämlich gerade gepiept. Wir kriegen nämlich immer piep, piep, piep. Ja, also am 9. erscheinen. Sehr geehrter Kunde, unsere Techniker kommt in der Zeit 9.10.17 von 8 Uhr und 9.10.11.59 Uhr. zu Ihnen und braucht eventuell Zugang zum Hausanschluss. Er ruft Sie kurz vorher an, freundliche Grüße, Ihre Telekom Deutschland GmbH. Toll, ne? Also wir haben abgemacht wegen dem Theater, also ihr könnt nochmal beim WDR, gibt da ein, bei Google, WDR, Telekom Ärger, gibt mal ein, habt aber zu lachen. Und natürlich beim Fokus gibt da auch ein, Telekom Ärger, dann habt ihr euch informiert. Aber wie gesagt, wir sind Online-Bürger, around about the world, und deswegen ist das an sich uninteressant. Es ist uninteressant geworden, irgendwie zu sagen, die Telekom bla 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 oder der bla an sich bla bla bla. Weil in Hamburg ist Deutschland dran, also Kabel Deutschland, die haben keinen Ärger, in Bremen auch. So, nur hier vorne haben die Ärger und hier vorne guckt keiner Fernsehen. Also ist es unlogisch, vor die Kamera zu treten und zu sagen, Telekom Ärger, ist alles Quatsch geworden. Nach 2015 ist alles Quatsch geworden, ehrlich. Ämter haben zu, man muss rumrennen. Man muss sich Termine geben lassen. Wir haben so einen hohen Einschnitt bekommen im Jahr 2015. Der ist schon gar nicht mehr schön. Ja? Abzocke, Abzocke, Abzocke. Das Netz wird übernommen durch die Medien. Von morgens bis abends ist Facebook nur noch technisch überfüllt durch die Medien. Ich brauche gar kein Fernsehen anmachen, brauche nur Facebook anmachen. Schon habe ich eine Sendung auf Facebook. Das kann es nicht sein. Und deswegen sind wir natürlich auch gegen die GEZ absolut, die ist überholt, die brauchen wir nicht mehr und wir haben das große Glück, ein Richter hat das auch so gesehen und ein Richter hat auch gesagt, wer überhaupt keine Leitung hat, wer aber keinen Zugang hat zum Fernsehen, sollte auch nicht bezahlen müssen. Also wer keinen Zugang zum Fernsehen hat, ja, keine Anlage, nichts, sollte auch nicht zahlen, das kann es ja alles nicht sein. Ne? Wir sollen nämlich bezahlen bis zum Gehtnichtmehr, das ist ein bisschen heftig. Die Grundgebühr könnte man auf 5 Euro legen, hätte man nichts gegen. Jeder Bürger zahlt 5 Euro, das sind 60 Euro von jedem Bürger. Mal 89 oder 90 Millionen, wie wir sind. Gesetzterfall sind 100 Millionen, hat ARD, ZDF, Deutschlandfunk noch genügend Geld über den 60 Euro im Jahr von jedem Bürger, der eine Wohnung hat,
so viel Geld zu bekommen, würde ausreichen. So unsere Meinung. So, damit der Kunde nicht wartet, unterbreche ich jetzt einfach noch einmal. Komme dann nachher wieder. Ich mache jetzt mal eben für den Kunden da eine Special-Geschichte klar. Da muss ich dann von dieser Kamera weg. Möchte ich jetzt auch nicht zeigen, weil das ist Eigentum des Kunden. Und Eigentum des Kunden ist bei uns 100% sicher. Wir haben Datenschutz. Und das bleibt auch so. Euer Medienkanzler oder euer Captain Rex wird sich eine tolle, lustige Geschichte ausdenken. Und dann sehen wir mal weiter. Denn es passieren ja die dollsten Klöpse. Darüber könnte man berichten. Wir berichten aus uns heraus. Wir müssen für diese Berichte sehr viel Geld bezahlen, weil wir erstmal alles besorgen müssen. Auch die gesamte Kulisse hier, das Ganze müssen wir kaufen und euch zeigen. Wir kriegen nichts geschenkt, wir haben nicht das große Glück, dass die Firmen uns irgendwas geben. Nein, wir müssen immer bezahlen. Wenn die WAZ, also unsere Tageszeitung, über uns berichtet, müssen wir Geld mitbringen. Wenn wir über Amazon unsere Ware verkaufen möchten, müssen wir 32% mitbringen. Wenn wir mit dem WDR etc. müssen wir Geld mitbringen. Also wir müssen immer alles bezahlen. Und deswegen machen wir das Fernsehen, euer Medienkanzler sowieso und euer Captain Rex es selber, kostet nichts. Ja, und wer mitmacht, na gut, wer mitmacht, den müssen wir dann auch bezahlen. Das ist eben so. Wir müssen immer bezahlen. Wir können nicht einfach mal eben so auf On Air gehen. Somit ist die Frage auch beantwortet worden, warum unser einer da als Medienkanzler, als Captain Rex fungiert, eine Sendung konzipiert etc. pp. Weil sowas richtig Geld kostet. Wenn man Leute einlädt, ja, zahlt, muss man auch zahlen, dass die vor der Kamera irgendwas erzählen. Egal was sie erzählen. Und im Fernsehen kostet das mal eben 500 Euro pro Nase da. Ich meine, die verschlendern unser Geld schon. Also die verschwenden es, nicht schlendern. So lässig, so, nein, die verschwenden es mittlerweile, ja, wie viele Leute immer dasselbe, die kriegen bis zu 1500 Euro extra bei drei Sendungen, in drei Sendungen oder vier Sendungen, in zehn Sendungen haben die mal eben bis zu 5000 Euro zusätzlich reingepfiffen, die, egal wen ihr da seht, ob bei Lanz oder bei Maischberger, bei Illner, egal, die kriegen alle Schotter. So, und wer in eine Sendung hinein möchte, muss ja auch bezahlen. Der kann nicht da einfach so sitzen. Nee, der wird nicht, ne? Die Karte fürs Fernsehen kostet Geld. So, ob bei der Heute-Show oder sonst wie, ihr zahlt um die 18 Euro, 20 Euro, je nachdem. Dann sitzt ihr da und dann werdet ihr eingewiesen, wann ihr, wie ihr zu klatschen habt. Ja, ihr habt da irgendwie hinzugucken, das ist eben so. Für diejenigen, die noch nie da waren. Das war schon immer so. So, um das auch mal gesagt zu haben. Wir müssen bezahlen und das kostet horrendes Geld. Wir kriegen aber nicht so viel rein. Wir arbeiten und wir haben natürlich viele Partner, aber diesen Partnern müssen wir auch viel Geld geben. Facebook hätte gern für irgendwas, dann schalten die es frei. Instagram möchte haben und schaltet frei. Google möchte haben und schaltet frei. Und Amazon möchte prozentual beteiligt werden. So, das heißt also, wir müssen immer bezahlen. Wir sind jetzt nur noch am Bezahlen. Und effektiv da was herauszuziehen, ob das klappt, ich weiß nicht. Also bei uns hier nicht. Wir arbeiten hier, Datenschutz etc. Es macht so viel Spaß hier zu arbeiten und mit den Kunden zu arbeiten. Also, ne? Kriegen wir hin. Also, alles klar da. Viel Spaß und wir erleben uns. 1995 war die Idee nach der CeBIT, so eine Art Web-TV, da hieß es World Wide Web User, Web 2.0, Commercial 2.0, ach was weiß ich nicht alles. CeBIT 1995 hat uns das hier beschert. 1999, klatsch, jeder und seit 2002 beziehungsweise 2010 fast jeder Bürger. Und ab 2017 sind alle Bürger im Netz verbunden, ob sie nur surfen oder nur telefonieren, sie sind im World Wide Web. Also sie sind im Internet, sie sind dort mit ihrer Stimme vertreten, sie werden dort aufgezeichnet, weitergeleitet und so weiter und so fort. Ab 2017 sind wir also digitale Bürger. Digitale Bürger hätten an sich auch digitale Politiker und müsste an sich ein digitales Netzwerk als Ministerium kommen, da wo alles einläuft. An sich müsste der deutsche Staat ein globales Netz errichten, dem ihm gehört, wo alles reinfließt, rausfließt,
wo wir unsere eigenen sozialen Netzwerke hätten, wo wir uns da kommunizieren und so weiter und so fort. Es wäre möglich, eine Cyber-Geschichte, eine virtuelle Geschichte zu machen, wenn man dazu Lust hätte, im Moment nicht. 1995 hatten wir diese Version, 1995 wollten wir das, wir wollten imaginäre Welten erschaffen, wo man dann kaufen und einkaufen hätte gehen können, ist aber nicht geworden. 1995, CeBIT hat vieles gezeigt und alles hat noch gelacht bis 1999, danach hat keiner mehr gelacht. Somit hatte ja auch Star Wars seine Daseinsberechtigung so richtig bekommen. Man spricht heute vom Mainstream, alles läuft auf Mainstream, alles ist unterwegs, alles ist im Fluss, aber dadurch ist es natürlich so eine Art Vereinsamung entstanden, nicht nur durch die EU, nicht nur durch die Mauerwände und was weiß ich nicht alles. Warum man jetzt nach so vielen Jahren, nach 26 Jahren plötzlich dauernd von der ehemaligen DDR spricht, wie sprach man drüber, wie hieß ein Brötchen und so weiter. Ich weiß nicht, was das soll. Warum ich überhaupt die Sendung heute gemacht ist, ich frage mich, wenn die ganzen Sender jetzt hier bei Facebook oder im Netz auflaufen, alle Sender laufen bei Facebook auf, alle Politiker laufen bei Facebook auf, alles ist dort versammelt, unter US-Regie, ja, Monsieur Zuckerberg, Mr. Zuckerberg, ja, und ja, deutsche Regierung, Schrägstrich amerikanische Regierung und so weiter, alles läuft über amerikanische Kanäle, amerikanische Server und wir haben so ein bisschen Zölibat, wir werden zensiert und Zensur und was weiß ich nicht alles und dürfen dieses nicht, wir dürfen jenes nicht. Ja, so ist das nun mal. Es hat sich also etwas entwickelt 1995, es wurde 1999 durchgezogen, ja, ab 2010, ab 2015 erst recht, hat sich gewaltig was verändert. Ja, wir haben also, ich sehe gerade hier den Herrn Söder, CSU, Bayerischen Rundfunk, Norddeutschen Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk, alles bei Facebook, manchmal, wenn man Pech hat, alles hintereinander, wegen Katalonien, die sich befreien wollen. Ich weiß nicht, was hier los wäre, wenn sich Nordrhein-Westfalen, also wenn Nordrhein sich von Westfalen löst oder Westfalen vom Nordrhein lösen würde. Was dann in einem Memorandum da los wäre, also wenn sich da wirklich eine Lobby stark machen würde. Es war schon mal im Gespräch, dass diese Ehe, die geschlossen wurde, doch wieder beendet sein sollte. Aus welchem Grund auch immer. Hin und wieder kommen so Klipse. Ja, auch Landesgrenzen, da sollte auch mal was geschehen. Die Autobahnen in den Landesgrenzen dann auch irgendwie verschiedene Mautgebühren da. Also es geht nur noch, ja, es geht eigentlich nur noch ums Geld. Es hat mit Freude, Spaß, Menschlichkeit kaum noch was zu tun. Einer verkauft dem anderen etwas, gerade wurde gefragt. Da hat einer Kartonage bekommen mit dem Aufkleber rechts rum. Hallöchen, da sind wir wieder. Aus gegebenen Anlass, nicht nur über die Telekom 1&1, was hier im nordrhein-westfälischen Bereich los ist, wissen wir nicht. Wir hatten jetzt etliche Kunden, die auch mit Freenet Theater hatten. Jeder weiß ja, dass an sich Freenet im Juli dann abgelaufen. Und wenn man sich registriert bei Freenet, hatte man einen zusätzlichen Monat frei und dann wollten die abbuchen. So, und dann stellt man fest, sehr viele Kunden waren da, dass die nicht abgebucht haben. Die Kunden sagten, ich habe ja Geld drauf, verstehe ich nicht. So, wir dann in die E-Mails und haben den Leuten das erklärt. Freenet hat allen dann sozusagen das Fernsehen dicht gemacht. Wir vermuten jetzt, dass Freenet ist ja viel günstiger. Man besorgt sich eine Karte für 69 Euro. Bye, Grüße. Also etliche Kunden, die Ärger haben mit Freenet, mit Telekom 1&1. Das muss aber wohlgemerkt hier im NRW-Bereich liegen oder hier in diesem Stadtbezirk liegen. Andere Aussagen, andere Bundesländer sind noch nicht eingeflossen, waren auch noch nicht hier. Es waren zwar heute welche da aus einem anderen Bundesland, aber die waren da wegen Games Workshop, weil Games Workshop haben wir ja auch noch. Und an sich haben wir auf Game Workshop nicht so, weil wir 2000 Meter das White House haben auf der Mülheimer Straße. Aber die sagen, das White House macht zu. Also wenn das White House schließt, ist klar, dann können wir hier wieder Games Workshop aufmachen oder zusätzlich führen. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen.
dass das dann irgendwie funktioniert. Ja, Games Workshop kennen also nur die, die Game Workshop, also diese Brettspiele spielen. In heutiger Zeit geht ja alles ein bisschen zurück. Es wird mehr digital alles und so Brett, es kann sein, dass es irgendwann wiederkommt. Im Moment ist es halt so, dass wir jetzt in dieser sogenannten Digitalflut leben. Es ist momentan so, dass wir seit 2015 ein anderes System haben. Etwas maroderes System. Ja, aber ist nicht rein. Okay, ja, die ist gut unterwegs. Ne? Ihr seid alle willkommen, auch nicht nur meine Kunden hier vor Ort, auch die Gäste außerhalb und so weiter. Das hier ist ein begehbares Studio. Nur wer auf die Kamera zuläuft, kommt auch rein. Sonst ist Schluss. Hier darf sonst keiner. Datenschutz 100%. Aber wir wollen ja jetzt nochmal Freenet. Wir wollen 1 und 1. Wie gesagt, viele in anderen Bundesländern haben nicht so ein Theater. Das muss wohl jetzt hier irgendwo in Nordrhein-Westfalen liegen. Also ich habe mich mit der Telekom unterhalten. Ich habe der Telekom gesagt, komm vorbei. Wir haben eine gewaltige Störung hier und haben uns auf den Samstag geeinigt. Aber nein, sie kommen am Montag. Na, hatte ich ja vorhin vorgelesen. Hatte ich ja hier meine bekommen. Also wir haben hier seit 1995 alles jetzt schon. Und jetzt wird uns das auf eine Art genommen, weil die anderen jetzt anfangen, oh ja, jetzt verdienen wir Geld damit, gehen auf andere Frequenzen, man muss neue Geräte kaufen oder updaten, neue Software, man muss andere Frequenzen haben, weil einige Laptops gehen einfach nicht mehr auf 802.11, keine Ahnung, wir haben alles eingestellt, wir haben 2,4 GHz eingestellt, wir haben 5 GHz eingestellt und alles, was man da so zuweisen kann, Laptop will nicht. Handys gehen, kein Thema, Laptop muss jetzt ans Kabel. Wir schleppen jetzt 30 Meter Kabel hinter uns her. Genial, macht unheimlich viel Spaß. Wir haben den Fehler halt am Laptop noch nicht gefunden. Wir haben neue Software aufgespielt. Wir haben abgedatet. Und solange der Laptop an ist, ist alles wieder in Ordnung. Machen wir den Laptop aus, geht auch kein WLAN mehr. Ist also nervig. Jetzt kommt der Feiertag. Setze mich vielleicht hin und schau mal. Programmiere den ganzen Quatsch neu, aber der Router hat an sich damit gar nichts zu tun, weil der Router sendet ja 2,4 GHz und 5 GHz sendet er, empfängt oder und empfängt auch, senden und empfangen. Es läuft ja alles. Smartphones, okay, die laufen auf Android. Die Tablets laufen auch auf Android. Ist okay. Was anderes habe ich nicht. iPod und die ganzen Sachen dort von IMAX haben wir da noch nicht iPhone und alles haben wir noch nicht getestet, müsste aber auch gehen, muss man nur einschalten. Google geht auch, Google TV geht auch, hat also auch ein bisschen länger gedauert, da mussten wir auch ein neues Update, also Google mussten wir neu updaten, dann konnten wir auch das Google TV wieder im Streaming-Bereich machen, läuft auch über LAN, nicht nur WLAN, sondern läuft auch über LAN. Und übermittelt auch zu Google TV und können wir also streamen. Bei Netflix haben wir noch nicht ausgetestet, bei Netflix ist auch so eine Geschichte wie mit Freenet. Bei Netflix kann man auch einen kompletten Monat umsonst sehen und dann wollen die abgreifen. Aber meistens Karten, wir haben unser Konto zur Verfügung gestellt, nehmen sie aber nicht an. Ein Konto nehmen sie nicht an. Jetzt wollen wir dann halt Karten besorgen und mit Karten arbeiten. Ja, und dann ist unser, und das ist jetzt auch mein Anliegen hier öffentlich, wir zahlen demnächst. Ich habe nämlich gerade hier vom Schweighöfer seine neue Geschichte. Schweighöfer hat jetzt Pantherflix. Schweighöfer war ja unheimlich lange bei Amazon und hat sich selber da vorgestellt. Und hat da Amazon Stick vorgestellt und seine Filme vorgestellt. Jetzt hat er ja eine eigene Sendung bzw. eine eigene Firma gegründet, dieses Pantherflix. Pantherflix, ja, romantische Komödien, Drama oder Horrorfilme. Meine lieben Freunde, ich habe kein Interesse, Netflix, Pantherflix, Amazon TV und dann die anderen, also für jeden zu zahlen. Habe ich gar keine Lust. Und dann immer so horrend für ein Jahr. Freenet 69 Euro. HDTV Plus 125 Euro für alles, ansonsten 79 Euro für HDTV Plus. Dann Netflix, ja, monatlich 11,95 Euro, weil was anderes kriegt man nicht freigeschaltet.
Können wir machen, was wir wollen. Es gibt zwar drei Rubriken da, aber 11,95 können wir nur. Wir können nichts anderes anklicken. 11,95 im Monat. Ja, jetzt Pentaflix, keine Ahnung. Müsste mal reingucken, was die haben wollen. Ey, ich gehe nicht wegen Fernsehen arbeiten. Auf keinen Fall. An dem Tag, wo wir selbst Fernsehen machen wollten, 1995, waren wir ja auf eine Art, oh, machen wir, yippie, und dann auf einmal Peng aus. Stefan Rath hat gelacht, hinterher, ah, BepTV, macht das reale Fernsehen, Konkurrenz, ha, ha, ha. So, wenn das so weitergeht, hat das sogenannte Streaming TV, hat dann irgendwann mal die Nase vorne, denn alles streamen ja dann irgendwie irgendwo. Ich habe ja mit den hohen Herren gesprochen, die sagen, ja, warum sollen wir was Neues entwickeln, wenn wir auf der anderen Schiene da mitlaufen können. Ja, die arrangieren sich jetzt. Die arrangieren sich jetzt alle, egal wie sie heißen. Die machen da Absprachen, kommen, wir arbeiten, kommen. Ne, so ein bisschen. Also das Web-TV ist so ungefähr aufgelöst jetzt im Free-TV. Ist überhaupt nicht freies Fernsehen. Man sieht überhaupt kein freies Fernsehen. Man muss richtig blechen. Man sieht ja gar nicht so, auch bei YouTube. Bei YouTube mittlerweile muss man auch bezahlen, um einen ganzen Film, also einen guten ganzen Film sehen zu wollen. Und bei Telekom geht ja auch. Ihr könnt einen Film sehen, ist okay. Habt ihr den nicht gesehen, dann leuchtet da oben auf 1,95, dann könnt ihr den wieder sehen. Dann zahlt ihr nämlich plötzlich 1,95 dafür oder 4,95, da mittlerweile auch. Ja, man hat nur eine gewisse Zeit frei, wo man da agieren kann. Aber ob Schweighöfer da mit seinem Pentaflix durchkommt, keine Ahnung. Ob Amazon sich das so gefallen ist, weiß ich auch nicht. Warum ich hier nochmal einen Videoclip gemacht habe, wozu braucht ihr Alice? Wer braucht von euch Alice? Oder dieses Google-Gequatsche da? Ich weiß nicht. Ich meine, Alex hat es auseinandergenommen, Alex hat es da mal wieder zur Verfügung bekommen. Er hat da mit Alex und gesprochen. Die gesponsert werden. Da könnt ihr natürlich gucken, wir werden nicht gesponsert, wir sind eine Firma, wir müssen das kaufen, um es dann vor die Kamera, ne? Wenn wir jetzt eine Abhandlung über Alice machen hätten wollen oder über dieses Google Smart Geschehen da mit diesen Quasselköppen da. Liebe Alice, wo ist mein Schlüssel? Ja, also ich weiß auch nicht, was das soll, aber egal, oder liebe Alice, spiel das Lied sowieso. Ihr braucht eine unheimliche Flat, ihr braucht zusätzliche Module und dafür müsst ihr bezahlen, nur damit Alice mit euch quatscht. Wenn ihr mögt, ist okay. Gezielt werden auf die, die ab 89 geboren wurden, denn die, die 49 bis 79 geboren, die haben dafür nicht so die Interesse. Deswegen ist das auch nicht denen ihre Klientel und deswegen werden die auch kaum angesprochen. Das ist eben so. Wer 49 bis 79 geboren ist, ist heute so ein bisschen der Loser, also nicht angesagt. Und die ab 89 geboren, die gar nichts wissen, weder Mauerfall oder sonst was, auch diese etwas einfache Zeit, wo man nicht so viel Geld in der Tasche hatte, wissen die auch nicht. Ja. Und für die wird das gemacht, das Ganze. So, jetzt ist der Medienkanzler schrägstrich euer Captain Rex mal wieder weg. Wer Lust hat zuzuschauen, er weiß Bescheid, worum es geht. Viele Kunden haben jetzt hier gewaltige Probleme mit Telekom, mit 1&1 und mit Freenet. Und irgendeiner, ja, der Islam gehört nicht zu Deutschland, das höre ich mir den ganzen Tag an hier. Okay, macht daraus, was ihr könnt und wie ihr es könnt und womit ihr es könnt. Bleibt mir, wie ich euch gewogen und ich hoffe, eine tolle Sendung mal irgendwann mal wieder auf den Weg zu bringen, ohne. Also momentan ist, seit 2015 ist der Wurm drin, ja. Ist halt so. Kann man nicht durch. Müssen wir durch. Irgendwie ist da der Faden raus. So, ich mache jetzt Pause. Jungs, ihr seid Mädels, ihr seid immer total recht herzlich hier beim Medienkanzler und beim Captain Rex. Gern gesehen. Heute kam auch einer an. Ey, guten Morgen! Medienkanzler, sag ich, jawoll! Ne? Er hatte leider seinen Stick verloren und sein Stick ist natürlich schade, dass er ihn verloren hat. Wir hatten ihn leider nicht gefunden, weil am letzten Tag, wo er reinkam, hat er keinen Stick hier verwendet. Leider, schade. Der junge Mann möchte nämlich auch gern zur Bundeswehr. Glück auf, Glück auf. Wir graduieren. Ich hoffe, ihr kommt dorthin, wo ihr hin wollt. Bedanke mich, dass ihr zuschaut, euer Medienkanzler und vor allen Dingen der Captain Rex.
Und das ist nicht böse gemeint, diejenigen geboren von 1989, wie gesagt, da sind einige drunter, die halt über alles stehen. Und das war gemeint, nicht alle, die 89 geboren wurden, sind schräg unterwegs. Ich habe Perfekte, die 89 geboren wurden hier. Und die Unperfekten sehe ich dann da bei Frau Merkel oder wie die alle heißen da. Die sind natürlich nicht hier. Die sind ja alle, schweben ja ganz weit oben. Ne? Die wenigen, die da ganz weit oben schweben, in der Welt der Medien, in der Welt der Presse, in der Welt der Politik, das sind die, die uns alles sagen und das sind die, die alles machen. Und die, die 49 bis 79 geboren sind, die wissen gar nicht, was das hier alles so ist. Das ist eben so. Schade eigentlich. Aber meiner einer gehört auch zu denen, aber ist leider nicht 89 geboren. Er ist leider 40 Jahre vorher geboren. Leider ist das so. Schade eigentlich. Aber so ist das Leben, ist eben so.